Und zwar, ich halte euch heute einen Vortrag über, wie ich die Regierung gehackt habe. Das ist absichtlich super clickbaity, aber es ist nicht direkt falsch. Also, wer bin ich? Ich bin der Markus. Ich komme aus Oberösterreich, wisst ihr vielleicht an meinem Dialekt erkennt. Ich studiere an der JKU. Ich arbeite bei Catalyst, das ist so eine Programmierfirma, und ich bin beim CTF-Team Sigflag von Linz. Wenn ihr aus Linz seid, schaut es vielleicht einmal vorbei. Und ich bin Pentester, Programmierer, Security-Mensch und AI-Programmierer in einem AI-Projekt. Und ja, sprachlich wird das Ganze irgendwo zwischen Österreichisch und Englisch ablaufen, wie in jedem technischen Talk. Also, who am I haben wir schon hinter uns gebracht. Dann, wie ich die Regierung gehackt habe, wie ich meine Firma gehackt habe, und dann kommt noch was viel Spannenderes. Also nicht weglaufen, wenn ihr euch jetzt denkt, das ist blöd. Dann fangen wir mal an. Wir haben einen Firmenchat. Wir verwenden mittlerweile kein Skype mehr, aber es war Skype. Unsere Regierung hat im Prinzip Doodle nachgebaut, also so eine Terminfindung, Abstimmungsding. Und das hat wer von uns ganz witzig gefunden und hat das in unserem Spaß-Skype gepostet. So, hey, schaut mal, termino.gv.at existiert nur immer. Witzige GV.at-Domain, habe ich mir gedacht, probieren wir mal ein paar Sachen aus. Habe ich dann einmal gepostet, hey, cool. Schauen wir es hier mal an, und vom Zeitverlauf, man kann es, glaube ich, nicht so gut lesen, aber innerhalb von in etwa einer halben Stunde habe ich Cross-Site-Scripting gehabt und über eine Stunde braucht, dass ich Rick Astley Never Gonna Give You Up Autoplaying einbaue. Also es war schwerer, wen zu rickrollen, als das Ding zu hacken. Also, dann interaktive Frage, wer wird quicker? This Bad Boy als Name oder Doodle von unserer Regierung? Ja, die Antwort ist One. Und jetzt kommt die Frage, wie lange hat es gedauert, der ganze Loop von das Reporten und dann auf der anderen Seite analysieren und fixen? Und das machen wir jetzt wirklich einmal interaktiv. Es hebt jetzt jeder die Hand, der glaubt, kleiner als 3 Stunden. Okay, für das Recording, ich sehe 0 Hände. Irgendwer, der glaubt, das hat unter 3 Tage gedauert. Für das Recording, nur immer 0 Hände. Unter 3 Wochen. Und wer glaubt, dass das nur immer geht? ja, also fürs Recording in etwa alle Hände waren beim vierten Punkt, also bei es geht nur immer. Und haha, verarscht. Es ist noch unter 3 Stunden gefixt gewesen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nur kürzer war, weil ich habe erst nach 3 Stunden nachgeschaut. Und der Witz war, dass das nicht direkt von unserer Regierung selber, sondern von einem Subcontractor gemacht worden ist. Und das ist auch für Pentesting eine ganz nette Idee, wenn man sich nicht den sucht, der es betreibt, sondern den, der es wirklich gemacht hat. Wann seit ein sinnvolles Impressum habt, findet man den eigentlich. Und die waren super nett und haben das super schnell gefixt. Und ich habe denen halt gesagt, ich bin bei einer Softwareentwicklungsfirma, wollt ihr vielleicht, dass wir euch helfen? So auftragsmäßig für Geld. Haben sie gesagt, na, ist schon gefixt, danke fürs Reporten. Voll cool von euch. Also es sind nicht immer diese Firmen, wollen euch verklagen, Horror-Stories, ab und zu rennt auch alles einfach super. Und dann habe ich das ein bisschen in der Firma verzählt, wir haben unseren Spaß gehabt, hahaha, die machen voll schlechte Software, wir sind viel cooler, bei uns gäbe es das natürlich nie, wir sind ja Qualitätssoftwarefirma. Und wir haben im Prinzip so ein firmeninternes Content-Management-System, das wir auch vertreiben. Und da habe ich einen Info-Eintrag über eine Konferenz in St. Pölten geschrieben. Und da oben sagt eine Kollegin, hat mich dann gefragt: Hey, wie kannst du da im Text Links machen? Bis ich draufgekommen bin: Ja, okay, eigentlich gibt es in diesem Editor gar keinen Button für Links. Ich habe da einfach Markdown geschrieben. Das ist das eigentlich beliebteste Textformat, Formatting-Format, Dingsi, das man irgendwie in Foren verwendet oder auf WordPress. Und ich habe das irgendwie intuitiv geschrieben und das hat funktioniert.
bin ich drauf gekommen, das ist eigentlich kein Intended Feature. Eigentlich wollen wir davon nur Bold und Italic verwenden. Dafür gibt es Buttons, aber nicht für Links. Habe ich dann bemerkt, okay, probieren wir mal aus. Vielleicht gängen da ja andere Links als nur Links auf Websites. Und wahrscheinlich ist das auch nicht getestet, wenn es keinen Button dafür gibt. Ja. Man kann meinen wirklich schlimmen Exploit sogar nur im Hintergrund sehen. Man kann ja Links auf das Schema JavaScript machen und dann halt auch beliebigen Code ausführen. Gibt dann natürlich auch nur einen netten Proof of Concept, wo man von seinem eigenen Profil alle Files, die man hochgeladen hat, dann zuerst einmal wieder crawlt und dann irgendwie an einen anderen Server schickt. Das wäre so ein Beispiel-Szenario. Und warum erzähle ich euch das alles? Bis jetzt war das eigentlich alles nur ein Köder für den eigentlichen Teil von meinem Talk. Wir entwickeln alle Software oder sehr viele von uns und keiner ist perfekt und wir machen alle Fehler. Und auch wenn so Stunt-Hacking-Talks ganz cool sind, würde ich gerne einmal einen Talk darüber halten, wie könnte man eventuell zumindest die dümmsten Fehler vermeiden, dass sie Pentester zumindest nicht in die ersten 10 Minuten von einem Pentest schon gefreien, dass sie schon 3 Sachen gefunden haben, wie Test-Test oder ein Username mit Cross-Site-Scripting. Ihr macht auch Fehler, seid nicht so arrogant. Das sieht man in sehr viel dieser Stunt-Hacking-Talks, gerade beim CCC. Ich mache genauso Fehler. Ich habe auch in Software, die ich entwickelt habe, haben mir Leute wirklich peinliche Sachen gesagt. Man ist oft betriebsblind bei eigenem Code. Und eventuell, wenn ihr Software ausliefert, die dann öffentlich im Internet zugänglich ist und Benutzerdaten beinhaltet, vielleicht auch externe Firmen oder zumindest andere Leute aus anderen Teams fragen, hey, wie wäre es mit einem echten Pentest und wenn es nur eine Stunde ist, gibt es natürlich jetzt Catalysts, FATSE, SecConsult, SBA Research und 1 Million andere Firmen, wenn ihr eventuell die Kompetenzen dazu nicht in der eigenen Firma habt. Aber ich kann irgendeine Form von Sicherheitstesting-Form ausliefern, nur empfehlen. Kann sich natürlich nicht jeder leisten. Vielleicht findet ihr auf dem Kongress irgendwem, der euch hilft, wenn ihr irgendein cooles Open-Source-Projekt macht. Es sitzen da draußen ein Haufen gescheite Leute herum, die euch vielleicht auch so helfen für Mathe oder mal eine Kiste Bier. Wenn ihr was für die Regierung macht, ist grundsätzlich ab einem gewissen Punkt von Bürgerdaten auch das BMI teilweise zuständig, ist immer ein bisschen kompliziert mit der Zuständigkeit. Oder eure lokalen Hackerspace-Gruppen, fast jede mittelgroße Stadt hat so eine, würde euch vielleicht dafür ein paar Kisten Mathe helfen, falls ihr euch jetzt denkt, hey, Security Consulting voll teuer, das kann ich mir nicht leisten. Aber wir können auch nicht einfach Daten im Internet haben, die dann relativ leicht aushebelbar sind. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Meat von meinem Talk. Und zwar, was kann man machen? Wie kriegt man seine Programme sicherer? Und anfangen da mal mit Terminologie. Also, was sollte man in etwa wissen an Wörtern, dass man überhaupt über das Thema reden kann, wenn man keine professionelle Sicherheitsausbildung an einer Universität oder ähnliches hat? Gibt es ein paar wichtige Kernkonzepte. Dann gibt es das Mindset von einem Pentester oder vom Testing im Allgemeinen. Dann gibt es wichtige Design-Guidelines, wie man sichere Software entwickelt. Dann zu den Themen Frameworks und Programmiersprachen, wie wir es sagen, weil es da sehr viel Diskussion gibt. Dann gibt es so klassische Fehler, die man immer und immer und immer und immer wieder sieht. Und man versucht einfach als Pentester schon die billigsten Fehler einfach zu exploiten. Und es ist irgendwie tragisch, dass SQL-Injections im Jahr 2019 noch immer funktionieren. Und am Schluss praktische Beispiele und ganz am Schluss noch ein paar Exploits, die ihr vielleicht einfach einmal gegen, und Exploits sind einzeilige Stücke Code, die ihr einfach gegen eure Textfelder oder Textfiles schmeißen könnt in eurer eigenen Software, weil so komplizierte Dinge machen wir als Pentester meistens gar nicht. Wir verwenden teilweise oder wir finden die spaßigen Dinge teilweise nicht einmal mit super sophisticated teure Skript, sondern mit, wir schreiben da Alert One in eine Textbox eine oder Templating-Sachen.
Also dann, Terminologie. Eigentlich das Wichtigste sind die drei Säulen der Sicherheit, Confidentiality, Integrity und Availability. Also eure Site ist eigentlich auch nicht sicher, wenn ich das von meinem Zuhause Internetanschluss mit 50 Mbit und ihr seid auf Gigabit angebunden, wenn ich euch einen Server DDoSen kann, weil ihr einfach so ineffizient programmiert habt, dass ich euch da einen Suchanfragen schicke und eure Site nicht mehr erreichbar ist, ist das grundsätzlich eigentlich auch ein Security Flaw. Natürlich Integrity, Daten verändern, überhaupt Daten, die zu wem anderen eigentlich kehren, ist natürlich ein Problem. Und Confidentiality, wenn ich den Traffic von anderen User mitlesen kann oder irgendwie Informationen von anderen User kriege, ist natürlich auch ein Problem. Aber meiner Meinung nach, das am öftesten Vergessene ist Availability. Ja, und es gibt mehrere Angriffsvektoren, die relativ typisch sind. Und da kann man eigentlich bei den meisten Anwendungen heutzutage sind irgendwie Server, Client, oft web-based. Und es gibt eben Local File Inclusion und Remote File Inclusion, gerade in Java-based oder Python-based oder PHP-based Sachen gibt es doch nur öfter, dass man auf irgendeiner Art lokale oder sogar Remote-Files einbinden kann, weil das einfach Sprachfeatures sind, also in Java weniger, aber in Python oder PHP ist das eigentlich ein Sprachfeature, das by default in einige Webserver-Deployments enabled ist. Und wenn man halt aus dem Kapitel To Don't Sachen macht, dann kann das schon mal passieren. Und wenn man dann einmal Local File Inclusion oder Remote File Inclusion hat, also Code auf einem anderen Computer ausführen kann, ist man am Anfang halt nur mit relativ niedrigen Privilegien und kann üblicherweise nur im Rahmen dieser Anwendung irgendwas kaputt machen. Aber es gibt eben einerseits dann, dass man mal mit diesen niedrigen Privilegien alles extrahiert, aber auch Privilege Escalation, also dass man dann eventuell aus einem Docker oder einer VM ausbricht. Da gibt es immer wieder einmal, überhaupt wenn sie nicht updatet, mittelschwierige Sachen. Das sind eigentlich all die komplizierten Terminologiewörter, die ich verwenden werde. Ich hoffe, ich habe das akzeptabel erklärt. Ja, dann Mindset. Eigentlich sind Pentester super faul. Wir gehen großteils auf Low-Hanging Fruit. Low-Hanging Fruit ist einfach Script Alert One zum Beispiel jetzt. Und ich habe vorher auch, oder im Titel eigentlich Hacking, einfach einmal so in den Raum geworfen, aber eigentlich ist ein Hack am ehesten erklärbar mit dem Konzept von einer Quick and Dirty Lösung, die auch funktioniert, so vergleichbar mit Lifehacks. Also du machst irgendwas anders, als es intended ist, aber es funktioniert auch super. Und von dem kommt eigentlich Hacking oder auch von, du bastelst irgendwas und du lötest irgendwie drei Kabel zusammen und dann funktioniert das Ding. Das ist auch ein Hack. Eigentlich hat Hacking nicht zwingend irgendwas mit Security zu tun. Das wollte ich eigentlich auch nochmal klären. Und es ist immer wichtig, die Idee von einem Hack ist, es geht, ist wurscht wie. Beim Pentest ist ja eigentlich auch egal, wie du jetzt die Sicherheit ausgehebelt hast. Und das Wichtigste am Pentest ist, ich muss nur einen Fehler finden, ihr als Anwendungsentwickler müsst alles absichern. Das heißt, eigentlich hat es der Pentester meistens einfacher, weil es eine Million verschiedene Arten von Input in euch ein Programm gibt. Also wie irgendwie was daherkommt, was euch in unerwartetes Verhalten führen kann oder teilweise eigentlich normales Default-Verhalten, das eigentlich in dem Kontext, wie es ihr verwendet, nicht ganz hübsch ist. Und so ein Beispiel sind natürlich Logs oder Fehlermeldungen oder alles Java-based, schmeißt einfach mal einen ganzen Stack-Trace entgegen und von so einem Stack-Trace kannst du üblicherweise auch schon sehr, sehr viel außerlesen, alleine schon, weil die Line-Numbers in die verschiedenen Versionen von Imports verschieden sind und man kann aus solchen Dingen extrem viel rausanalysieren, ist auch in der Security-Forschung ein riesiges Ding und auch in der Software-Forschung eigentlich ganz groß. Und als Tester muss man auch immer an das Konzept von Test-Coverage denken, weil Pentest ist trotzdem ein normaler Software-Test und man macht sie eigentlich immer auf irgendwelche Features
wo man sich denkt, das verwendet ja keiner, das ist irgendwo der hinterletzte Button im dritthinterletzten Menü, weil das ist wahrscheinlich nicht getestet, das ist wahrscheinlich nicht abgesichert. Da gibt es dann oft irgendwelche Kompatibilitätsfeatures, die nicht mehr wirklich gewartet werden oder irgendwelche Developer-Features, die nur exposed sind, weil irgendwie keiner daran gedacht hat, dass man das On-Deployment vielleicht abdraht. Und das ist im Prinzip das Mindset, das ich als Pentester habe und auch andere Pentester. Und dann gibt es die Software-Design-Prinzipien, die eigentlich von OWASP, also einer offenen Security-Community, kommen. Und ja, es sind leider Sachen, die man nicht super übersetzen kann. Und ich werde eigentlich eh nochmal drauf eingehen, aber es sind Sachen, die ich schon öfter gesagt habe: Attack Surface minimieren. Also stell nichts ins Internet, was dort nicht sein muss, natürlich. Gib keine Fehler aus, die dort nicht hinkehren. Das geht einem normalen User nichts an, was der Stack Trace ist. Secure Defaults ist bei manchen Programmiersprachen weniger gut, dass eben zum Beispiel, wenn man es nicht richtig einstellt, ein kompletter Stack Trace und irgendwelche Debug-Informationen aus einem Webserver rausfallen. Principle of Least Privilege und Defense in Depth sind eher Administrationsthemen als Softwareentwicklungsthemen. Fail securely, natürlich, ist auch was, was meistens an der Sprache kommt. Don't trust services, und services sind eigentlich alles, was irgendwie von extern kommt. Teilweise auch, was echt der User über, gerade mit OAuth, kriegt es ja teilweise Sachen über einen User von externen Services und der User hat da die Kontrolle. Separation of Duties ist jetzt da wieder eher administrative Geschichte, aber es bleibt leider oft am Programmierer hängen. Security by Obscurity ist natürlich eine dumme Idee, sieht man aber trotzdem nur relativ oft. Und Keep Security Simple oder allgemein Keep It Simple Stupid ist ein sehr beliebtes Thema in dem ganzen Bereich, weil es ist für mich als Pentester zwar schwer, deinen obskuren, seltsamen Code zu lesen, aber wenn ich dann drauf komme, eigentlich hast du es nur so obskur und kompliziert gemacht, weil du um irgendein Security-Konzept herumgearbeitet hast, dann findet man das mit ein bisschen Erfahrung meistens auch ganz gut aus. Und eigentlich ist es nur schrecklich zum Maintainen als Sicherheits-, als normaler Entwickler, überhaupt wenn man in einem Team entwickelt und Teamkollegen hat, die eventuell etwas obskure Security-Konzepte verwenden, und das zu maintainen ist. Es tut euch mehr weh, als es euch hilft. Da macht es lieber gar keine Security statt Obscure Security, die dann fehlt und man weiß nicht warum. Und wenn euch irgendwer Fehler reportet, sollte man es natürlich korrekt fixen. Zum Beispiel, wenn euch wer Script Alert 1 einschiebt, könnt ihr ja nicht am Filter machen. Wir verbieten jetzt Script Alert 1. Ihr solltet schon jegliche Ausführung von Scripts verbieten, was gar nicht so leicht ist. Und dann kommen wir zu Frameworks. Einerseits würde ich sagen, man sollte auf jeden Fall Frameworks verwenden, gerade im Webbereich, weil Nermt will eigentlich immer wieder dieselben Funktionalitäten entwickeln. So der Klassiker sind natürlich Templating. Also da hat wer was eingeben und das will jetzt wieder ausgeben, aber meine Ausgabe ist auf einer Website. Das heißt, das sollte eigentlich kein HTML sein, weil sonst habe ich gleich eine Security-Lücke. Das sollte richtig formatiert sein und das sollte eventuell schon Validity-Checking machen. Dinge, die du in jedem Web-Framework hast. Krypto, du sollst niemals, 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 das ist Lection Number One in jedem Kryptografie-Kurs. Ihr habt euch jetzt im wichtigen Teil, wisst ihr jetzt, das andere ist sehr unspannend, Import Krypto, geht schon, gehen wir, einfach. Und ja, eigentlich diese ganzen Standardsachen sollte man niemals selber schreiben, weil immer, wenn ich da eine eigene Implementierung sehe, es ist auch bei CTFs ein Standardding, ist irgendein dummer Fehler drinnen, weil einfach Leute, die diese Frameworks bauen, die verwenden Tage und Wochen und denken da 10-mal drüber. Und das bringt man einfach selber meistens nicht so gut zusammen. Und außerdem verschwendet man einen Haufen Zeit, wenn man Boilerplate, Framework, Templating, Blödsinn programmiert. Und ja, seid nicht arrogant und glaubt, ihr seid besser darin, ein Framework zu schreiben, und es gibt genug Frameworks. Es gibt wirklich genug Frameworks in jeder Sprache für alles, was man braucht. Und dann andererseits, verwendet
bloß keine Frameworks. Frameworks haben immer Hidden Complexity. Das heißt, sie machen oft Dinge, die ihr nicht erwartet. Und wenn sie ein Framework verwendet, dann solltet ihr eventuell die Doku lesen, dann solltet ihr, wenn die 5000 Default-Parameter haben, eventuell einmal anschauen, ob die sicher und gut sind. Je größer und beliebter das Framework ist, umso besser sind eure Chancen, dass die Default-Parameter schon mal auf eine minimale, sichere, kluge Option getrimmt sind bei irgendeinem uralt Java Server Faces, das mit Vue.js 2.0 zusammenarbeitet, wo vielleicht drei Developer dran sitzen, kann es durchaus sein, dass da Dinge nicht unbedingt optimiert sind. Und daher sollte man die Menge an Frameworks, die man verwendet, minimieren, weil man sie mit jedem Framework, das man importiert, zumindest so minimal befassen sollte, meiner Meinung nach. Und zum Beispiel haben wir vorher ja gehabt, wir haben ein Framework gehabt für dieses Markdown-Parsing. Und das war API-Endpoint, da schickst du Text hin, der Markdown ist, und dann fällt da hinten halt hübsches HTML, das man in einer Site einbinden kann, außer das hat halt einfach keine Validation von Links, wo die jetzt hingängen, ob die auf File gängen, ob die vielleicht auf JavaScript das Schema gängen, weil da hat vermutlich einfach wer von dieser speziellen Framework-Funktion die Doku nicht gelesen. Dann gibt es auch noch so klassische Dinge, die immer wieder zu witzige Corner Cases führen, wie natürlich Schemas, also neben File und JavaScript gibt es ja gerade bei PHP nur Millionen Sachen, dazu kommt man später noch. Oder Unicode verursacht da eine Million Probleme überhaupt, wenn euch ein Endpoint was verarbeitet, was nicht Unicode ist oder was man sagen kann, das kommt dann aber zurück und wird als schon Unicode eingebunden. Gibt es eine Million Spaßigkeiten, überhaupt in der C-Welt natürlich mit Null Termination. Das sind aber eher schon Details, aber es ist wichtig, wann ihr Framework verwendet, lest die Doku. Dann sichere Sprachen. Es ist jetzt natürlich mindestens so clickbaity und kritisch zu behaupten, irgendeine Sprache ist besser als eine andere, aber ich traue mich, ganz mutig zu sagen, die meisten Sprachen haben irgendeinen Zweck. Ich habe das Bild daneben nicht selber gemacht, aber ich finde, bei sehr vielen Dingen ist es relativ passend. Also gerade mit Assembly, du kannst halt super präzise genau das machen, was du willst, wenn du weißt, was du tust. Wenn du nicht weißt, was du tust, kannst du sehr schnell sehr weh tun. Und gerade bei High-Level-Projekten wie Web-Projekte ist es vielleicht ganz nett, wenn man typisierte Sprachen hat oder Sprachen, die zumindest das Konzept von Typen und von Ähnlichen haben. Für die Zuschauer, es wird gerade gemurmelt über dieses Bild, haben wir fast gedacht. Und ja, es ist immer zu bedenken beim Sprachdesign, ist diese Sprache für den Zweck, für die es verwenden will, gedacht. Zum Beispiel, wenn ich einen Treiber mache, werde ich vielleicht nicht Java verwenden. Wiederum, wenn ich eine Website mache, ist vielleicht Assembly und C so eine mittelgute Idee, würde ich mal sagen. Es gibt auch Dinge, die eher universell sind, also zum Beispiel Python, wenn man nicht zu low-level und wenn man nicht zu viel Multithreading-Performance braucht, kann ich Python gerade für Anfänger eigentlich sehr empfehlen, wobei, wenn man ein bisschen schmerzresistent ist, C++ auch ganz witzig ist, wenn man aus der Mathematik kommt, ist Haskell vielleicht ganz witzig, ich verstehe es nicht. Dann haben einige Sprachen auch noch extra Sicherheitsfeatures schon eingebaut, wie Isolation hat man in diverse interpretierte, JVM-basierte Sprachen mehr oder weniger. Es ist auch nicht bei allen echte Isolation, aber zumindest hat man vielleicht keine Memory Leaks und hat gleich System Access und kann wirklich gleich Binaries ausführen, die einem übers Netzwerk geschickt werden. Das ist üblicherweise, je low-leveliger die Sprache ist, umso besser sind die Chancen. Und jetzt für den speziellen Anwendungsfall von irgendwelchen Benutzeranwendungen mit UI und Ähnlichem und für eher Programmieranfänger
ist es meiner Meinung nach, das ist jetzt sehr subjektiv natürlich und wir haben dann eher Fragerunde, wo es euch eine Meinung dazu abgeben könnt, aber ich finde, rein aus der Sicht von wie viel man falsch machen kann, sind Python, Ruby und C-Sharp eigentlich relativ nett, weil zumindest Exceptions entgegenfliegen und es sehr oft sicher failt und es sie zumindest in meiner Welt oft so verhält, wie man es erwartet. Wiederum Java verhält sich meistens so, wie man es erwartet, aber man kommt oft in irgendwelche Memory-Probleme und irgendwann ist der Hauptspeicher gar und das ist dann auch ein bisschen unwitzig. JavaScript, also gerade serverseitiges JavaScript, also Node.js und ähnliche, haben mit diesen ganzen Frameworks sehr viele Varianten, wie man Dinge machen kann und das ist nicht immer alles eindeutig und das ganze Dependency-System hat zumindest Potenzial, es falsch zu machen. Wenn ihr JavaScript-Server-Entwickler seid, schaut das für euch vermutlich ganz anders aus und ihr habt da andere Meinungen dazu. Bei C und C++ überhaupt ohne die ganze Enterprise-Toolchain mit diverse Automated-Checks und Boundary-Checks hat schon Potenzial, dass irgendwie Fehler passieren. Und PHP ist in der Security-Community gerade bei CTFs eigentlich schon fast ein Running Gag geworden, dass man irgendwelche Funktionen von PHP gibt, wo man sich denkt, das ist ganz klar, was diese Funktion macht. Das kann eine MD5-Funktion, da fällt ein String außer, ich meine, ist auch schon komisch, dass das String ist, der MD5 ist. Aber weil das String-Handling in PHP so seltsam ist, kommt da eventuell was anderes außer. Und meiner Meinung nach hat PHP gerade in der Standard-Library, also ich rede jetzt nicht von Cake und die ganzen Frameworks, die ein bisschen was von der Hässlichkeit maskieren, hat PHP doch oft gewisse Verhaltensmuster, die zumindest für mich sehr unerwartet sind, um das einmal sicher zu sagen. Dann klassische To-Don'ts. Also natürlich jede Art von Evaluate. Also irgendwo kriegst du einen String und du evaluierst den als Code. Sofern das irgendwie vermeidbar ist und es ist eigentlich immer vermeidbar, sollte man es auch vermeiden. Eigentlich ist es nur Variante davon, weil statt euch ein Programm evaluiert es dann euch ein SQL-Server, weil jedes SQL-Statement ist eigentlich ein Kommando. Und von daher ist Strings mit Plus zusammenstöpseln, mit Concatenation, mit normalen String-Formatting, alles, was nicht Prepared Statements sind, ist einfach falsch. Und wenn ihr irgendwo was sagt, was, auch wenn ihr euch denkt, da kann nie und nimmer an dieser Stelle User-Input hinkommen, verwendet einfach trotzdem Prepared Statements. Sie sind auch effizienter und man muss nur einmal erstellen und der Server ist und sie werden vorgepasst und es sind einige Dinge, die an Prepared Statements cool sind, aber verwendet Prepared Statements immer. Man sollte eigentlich meiner Meinung nach nicht einmal nicht Prepared Statements mit irgendeinem dynamischen Input ausführen können, ohne dass ein Warning fliegt. Dann natürlich native Ausführung ist auch immer was, was man in größere Projekte vermeiden kann und in viele Fälle sollte, nicht immer. Man handelt sich extra Komplexität ein, die natürlich auch zu Fehler führt. Aber grundsätzlich kann ich empfehlen, dass man virtuelle Maschinen, Docker, Change Root und was es nur alles gibt, verwendet. Was davon das Beste ist, hängt sehr davon ab, was euer Projekt ist und in welchem Scope das ist und eventuell braucht es auch nicht. Dann, was man auch sehr oft in Software sieht, Blacklisting. Also dieser und jener Character ist verboten, zum Beispiel der Script-Tag ist in meinem Input verboten, dann mache ich On-Error. On-Error kann ich auch Script-Code einbacken und irgendwann denkt sie, wer neue HTML-Tags aus und wirft die gegen euch einen alten Code und dann geht das auch wieder. Und idealerweise wisst ihr bei euch am Input mit einer Regex, lernt Regex, was daherkommt und wie man das eventuell whitelisten kann. Also klare, definierte, diese Inputs sind okay. Und ein Spezialfall davon ist gerade bei HTML, dass Leute eigentlich nur diese vier Zeichen, spitze Klammer auf, doppeltes Hochkomma, spitze Klammer zu und einfaches Hochkomma, dass nur das escaped wird.
Es gibt immer wieder Angriffe, wie man um diese Varianten herumkommt. Das muss natürlich immer encoded sein, weil man irgendwie User-Input in HTML einbettet. Aber eigentlich ist es sicherer, einfach alles außer A bis Z und 0 bis 9 einfach einmal als HTML-Entity mit und Hashtag und dem Hexcode zu encoden. Zur Sicherheit einfach mehr machen, natürlich braucht das mehr Speicher, natürlich ist euch ein HTML ein bisschen weniger hübsch damit, aber es ist sicherer und es ist auch codetechnisch einfacher, als sich irgendwelche Ausnahmen zu überlegen. Debugging-Features und Endpoints sollte man natürlich in einer produktiven Umgebung disablen, sofern euch eine Testumgebung public ist, natürlich dort auch. Und einige Programmiersprachen bieten dafür natürlich auch wieder Support, kann ich sehr empfehlen. Am besten einfach gleich als eigenen Subservice starten. Und ein richtig großer Fehler, den man immer wieder sieht, dass irgendwas nicht als Input gesehen wird. Leute glauben, der User Agent kann nicht 10 Megabyte groß sein. Leute glauben, du kannst den User Agent vielleicht einfach ausgeben, weil da ist ein Safe String, das ist ja ein Safe String, dann gibt er ja der Browser. Kann man normal einstellen. Cookies, Sessions. Eigentlich alles, was man irgendwie über API von wem anderen kriegt, ist alles Input, was aus deiner Datenbank kommt, ist Input. Es muss nur irgendwer die und deine Datenbank meinen Mitteln. Selbst die Zeit, wenn man NTP verwendet und wenn man irgendwelche zeitkritischen Sachen hat, kann fremder Input sein, wenn man Timespoofing machen kann, wenn das nicht alles secure eingestellt ist. Teilweise sind Files, die User hochladen, natürlich auch Input. Und eigentlich ist alles dynamischer Input und man sollte niemals Input vertrauen. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Sachen. Dann, ich kann ja nicht nur PHP haten und das so stehen lassen. Ich habe jetzt ein Beispiel von einem CTF. Also CTFs sind so Hacking-Wettbewerbe, wo man so simple Challenges kriegt. Und ich bin super Fan von sogenannten One-Line-Challenges. Also eine Zeile an Code. Und das wird dann meistens über Netcat reingepiped und du kriegst über Netcat den Output zurück. Das heißt, du kannst irgendwo hin verbinden und kannst in das Programm beliebigen Input reinschmeißen. Und jetzt haben wir da diesen Code, einmal in wunderschönem PHP. Da wird man was lernen. Das Add habe ich zum Beispiel vor diesem Beispiel noch nicht gekannt. Add ist der Shut the fuck up Operator, der einfach alle Exceptions nimmt und weghaut. In Java-Sprech ist es try, catch, empty. Also null Exception Handling. Ignoriere es, gib sie nicht aus. Und das macht eigentlich, ich habe das dann nochmal in Python-ähnlicher Sprache geschrieben, du liest ein File, das dir der User gibt, vom Input und schaust dann, ob es mit Shut the fuck up und PHP startet und dann includest du es, was im PHP heißt, es auszuführen. Und andernfalls gibt es File aus. Und Cross-Site-Scripting ist in dem Fall keine relevante Lösung, natürlich. Und jetzt kommt wieder der interaktive Teil. Kann man irgendwer sagen, wie man diese eine simple Zeile PHP-Code so beeinflussen kann, dass sie deinen Code ausführt? Kann irgendwer. Bitte Mikrofonengel aufstehen, falls es irgendwen gibt. Ich habe echte Hoffnungen. Wenn sich irgendwer trauen will, es gibt sehr viele Varianten, das zu beantworten. Nur eine ist aktuell, aber der Versuch zählt. Bitte, irgendwer? Du schaust interessiert. Okay. Ja, der Witz ist, dieses Stück Code hat man in den letzten Jahren immer und immer wieder auf eine andere Variante exploiten können. Das coolste, neicheste Feature von PHP sind Multipart-File-Uploads, die erstellen da im aktuellen Directory by Default, wenn du in Ubuntu PHP installierst und Apache, ein File namens upload-progress-6 random bytes.
Und dann haben wir auch noch was sehr, sehr Cooles und sehr Nützliches und überhaupt nicht Dummes im PHP. Das nennt sich Filter. Und du kannst mehrere Filter aneinander ketten. Das ist dieses PHP-Filter, String Strip Tags, zum Beispiel, wenn wir irgendwo ein Textfile haben, wo da HTML-Tags drinnen sind, dann kannst du einfach alles, was in diese Tags steht, weghauen. Du kannst von in etwa 400 Encodings in 400 andere Encodings konverten. Du kannst to upper, to lower, Base64 Encoding, Decoding. Du kannst es aneinander ketten und eigentlich kannst du damit aus einem beliebigen Input, wenn du diesen beliebigen Input lang nur gefilterst, einen beliebigen Output machen. Also nicht ganz, aber du kannst zum Beispiel aus diesem Upload Progress File durch Base64 Encoding sorgen, dass du den ganzen Anfang wegschneidest. Du schaust, dass der irgendwie in einen HTML-Tag kommt und machst dann Strip-Tag. Dann machst du nur ein bisschen Base64, Decoding, Encoding, hin und her und auf und ab. Und auf einmal kannst du den Teil vor dem Padding weghauen und nur der Input ist dieses PHP-File und der PHP-File kann dann mit diesem Add und PHP-Start-Tag anfangen. Somit kannst du auf dem Server über Multipart-File-Upload ein File platzieren, das lokal inkludierbar ist. Und das ist bis Ende 2019 noch gegangen. Die sind dann irgendwann einmal draufgekommen, dass das vielleicht nicht by Default aktiviert sein sollte. Der Witz ist, PHP denkt sich da immer und immer wieder andere witzige Dinge aus, zum Beispiel PHP Memory, PHP Input. Input ist einerseits der Input von Standard In, aber auch der Body von einem Post Request. Das heißt, man hat das File PHP Input öffnen können und das ist dann ausgeführt worden, wo ich mir auch denke, wenn ich ein File include, warum sollte ich das File Input wollen? Dann natürlich das Schema Data Doppelpunkt, also du kannst über dem Filename eigentlich den Inhalt angeben. Das wird im Web relativ oft für Bilder verwendet und PHP erlaubt das halt auch für Code, weil ist ja cool. Dann gibt es natürlich bis 2017 war es ein Standard-Feature, das File, das du importest, das muss ja nicht auf dem Server liegen. Das ist ja eine komische Annahme, dass du denkst, das muss auf dem Server liegen. In jeder anderen Sprache geht das natürlich nicht. Das war bei CTFs so mal eine Lösung, weil diesen One-Liner hat es in mehrere Varianten, in mehrere CTFs gegeben. Aber im Prinzip dieses Beispiel wäre über die Jahre immer und immer wieder verwendbar gewesen, was ich so witzig finde. Dann hat es PHP Archives gegeben. Das sind im Prinzip serialisierte Dateien. Und da hast du einen Destructor-Code mitgeben können. Du hast PHP-Code, der on destruct ausgeführt worden ist und der beliebigen Code beinhalten kann, mitgeben können in diesem File. Das heißt, wenn du da gedacht hast, ich gebe jetzt dem User in einem Cookie vielleicht seine ganze Session und dann hole ich mir die wieder aus dem Cookie, das er mir schickt, hast du einen Destructor einbauen können. Ja, dann eben Upload Progress und aktuell gibt es die aktuellen Schema, die PHP alle unterstützt, sind eben all diese. Freut mich jetzt nicht aufzuhören. Und PHP ist ein Meta-Tag, der dann verschiedene PHP-Meta-Schemas wie Strip-Filter und so weiter erlaubt. Und das ist eben meiner Meinung nach ein Beispiel für eher unerwartetes Verhalten, das nur dazu eher schlecht dokumentiert ist. Gerade dieses Filterbeispiel war so kompliziert, weil es genau im englischen PHP-Manual eine Page dazu gibt und man nicht einmal genau findet, welche Filter es alle gibt. Dann nur ein zweites Beispiel zu unerwarteten Verhalten, diesmal in Python. Python mögen wir doch alle, Python ist eine coole Sprache. Little Fun Fact zu Python, außer Exceptions wird nichts groß geschrieben, im Prinzip. Und Exceptions sind normalerweise auch Camel Case. Und Title macht den ersten echten Buchstaben in einem Wort Uppercase. Und Classnames sind in, und Import kannst du zum Beispiel auch schon nicht machen, weil das ist auch schon Case Sensitive. Und groß geschrieben Import heißt nichts. Haben wir irgendwelche Python-Profis da, die sich jetzt denken, ich kann diesem Skript einen Input geben, sodass ich beliebige Code-Execution auf diesem Server habe? Fällt euch irgendwas ein? Bitte, irgendwer.
Okay, ist ebenfalls spannend, weil es ist wieder ein Fall von unerwarteten Verhalten. Und zwar, die Evaluate-Funktion nimmt einen String, der so encoded ist. Ihr könnt ein File haben, das Backslash, Octal Encoding, Backslash Octal Encoding, Backslash Octal Encoding. Das kann ein Textfile, in dem das drinsteht. Das kann natürlich jetzt String sein, den du der Evaluate-Funktion gibst. Und natürlich machst du zuerst in dieser Zeile Title Case. Das sind alles Octal. Numbers, Title Case macht natürlich gar nichts, weil es sind Numbers. Gibt keine Uppercase Numbers. Ich habe da jetzt einen einfachen Encoder, du gibst dem Ding einen String und der wandelt den String in Octal Encoding um. Vermutlich wäre es in einem hübschen One-Liner gegangen. Auf jeden Fall, und so kannst du diesem Skript Print High geben und es führt dann halt High aus. Und das war die Lösung, du hast einfach nur deinen Code an diesen Server schicken müssen mit Print Flag und das Ganze halt Octal encoded. Und ist ebenfalls was, was man extrem schwer in der Dokumentation findet, weil die Evaluate-Function von Python einfach nicht wirklich gut dokumentiert ist. Und auch wenn man sich in Source von Python selbst auf Git anschaut, ist es relativ schwer, dieses Verhalten zu finden. Und jetzt noch was zum Mitnehmen. Wir sind jetzt am Ende vom Talk. Coole Payloads zum Server ausprobieren. Auf der OWASP-Site gibt es nur ein bisschen mehr. Es gibt einerseits natürlich Script Alert One Script. Da geht dann eine Textbox auf einer Website und es geht darum, dass ihr JavaScript ausführt. Der Base-Tag ist ganz witzig, dazu einmal die Dokumentation zu lesen. Der setzt die aktuelle Site, also wenn ihr relative Links habt, auf irgendwas komplett anders. Ihr kennt den Base-Tag auf google.com und jeder relative Link geht dann auf google.com/dieser relative Pfad. Damit lassen sie auch ganz witzige Cross-Site-Scripting-Sachen machen, wenn sie diesen Base-Tag injecten kennt. Der kann auch JavaScript als Schema beinhalten, sind so die spannenden Dinge. Da hat es mal einen witzigen Exploit gegeben. Natürlich einfach Closing-Tags einfügen und schauen, ob vielleicht das ganze HTML einfach auseinanderfällt, weil euch ein String jetzt einen Tag zumacht. Onload ist natürlich immer witzig, wenn man irgendwo mal einfügt, wenn wer überhaupt keine Quotes macht. In CSS gibt es das witzige Konzept von Timing-Attacks. Da war beim CTF was ganz Witziges, weil man in CSS Selektoren machen kann, die relativ zeitintensiv sind. Das ist dieses Has-Stern-Ding, das genaue dazu müsst ihr euch einlesen, aber wenn ihr irgendwo CSS injecten kennt, könnt ihr damit eigentlich Input von der Site auslesen, wenn ihr diese Timings auslesen könnt. SQL ist natürlich entweder, dass man minus minus, also Start of Comment, ich glaube, ich habe die Formatierung ein bisschen falsch gemacht, aber dass man im Prinzip einfach sagt, Statement bis daher or true. Und statt true kann man einfach 1 ist gleich 1 schreiben, weil je nach SQL-Dialekt true anders geschrieben werden muss. Und damit findet man eventuell bei Suchqueries schon bessere Outputs. Wenn man irgendwie vermutet, im Hintergrund ist irgendwas, was mit Buffer und mit C und dynamischen Speicher arbeitet, schmeißt man einfach einmal ein Kilobyte, ein Megabyte an A's dagegen und wenn da irgendwo ein Segmentation-Fault kommt oder irgendein Web-Ding einmal gar nicht replied, dann weißt du, das war wohl C und da hat wohl irgendwer falsch dynamischen Memory allokiert. Das sind auch noch immer Dinge, die man ab und zu sieht. Oder bei irgendwelchen Inputs einfach HTML-encoded %00 anhängen. Das ist der End-of-String-Tag in C. In Templating-Engines ist natürlich doppelte geschwungene Klammer in diverse Java- und Python-based Engines. Wenn da auf einmal 2 da steht, statt geschwungene Klammer 1 plus 1, dann wird wohl das, was ihr eingeben habt, evaluiert. Und dann hat wohl irgendwer Print gemacht und das ist irgendwie evaluiert worden. Es gibt einen Haufen Schemas, wenn irgendwer von euch eine URL erwartet, macht es einfach einmal k-http, https-URL, macht es einmal File, macht es einmal Data, macht es einmal php-archive. Natürlich alles, was irgendwie im Hintergrund Shell callt, also so IP-Lookup-Tools, gibt es
durchaus nur in the wild oder wenn irgendwas über drei Ecken durch eine Shell durchgeht, einfach einmal dieses Backtick, der in der Shell Evaluation macht, einzelne oder doppelte Hochkomma, weil wir meistens den Input einfach darin wrappt, wenn euch dann ein Fehler entgegenfliegt. In XML gibt es was ganz Nettes und XHTML ist valides XML und wenn man Server-Side-Rendering von HTML macht, meistens zur Validierung, dann sind solche Dinge möglich. Das würde ich zum Beispiel in euren Code, die etc-Passwort, direkt einbinden. Wenn ihr dieses XML-Element habt, führt das beim Standard-XML-Parser, wie der Java-Sax-Parser, dem man Local-File-Inclusion erlaubt. Mittlerweile ist das natürlich nicht mehr erlaubt. Aber einige PHP-XML-Parser haben das bei Default. Nun kannst du einfach irgendein System-File am Server includen lassen oder in Memory und ist ebenfalls was ganz Spannendes. Filter-Bypassing, das haben wir bei CTFs oft, dass Leute in einer Firewall einfach Script oder PHP oder Inputs einer gewissen Länge blocken. Dann macht man einfach das Case, Uppercase, Lowercase mixed. Im Internet wird das gern Emo-Case genannt, also ja. Double Encoding, teilweise wird was nur einmal encoded und decoded und gibt es ganz interessante OWASP-Artikel, wo man halt die spitze Klammer doppelt encoded. Das heißt, einmal wird es zu %3c und dann wird dieses Prozent encoded und das wird zu %25 und wenn man dann einmal decoded, wenn man seine eigene Templating-Engine geschrieben hat, dann kann das zum Beispiel schiefgehen. Das sind so typische Fehler, die OWASP listet und Teile davon habe ich auch schon in der Wald gesehen. Ja, und jetzt einerseits Fragen. Bitte Programmiersprachendiskussionen oben in der Bar, aber nicht im Recording, außer es stellt sonst keine Fragen, dann machen wir Programmiersprachendiskussionen. Ja, und habe ich irgendwas vergessen? Und wir haben schon die erste Frage. Wart kurz, Mikro fürs Recording. Ich traue mich kurz an die Grenzen der Regeln. Was ist mit so Dingen wie NuGet Package Include und Dependencies? Besonders im Hinblick auf Dependencies, die schlecht gepflegt sind. Ist immer schwer, weil du eigentlich ein bisschen Safety gegen Security abwiegen musst. Also es kann da halt einfach, wenn du ein schlechtes Packet-Management-System verwendest, sind solche Systeme überhaupt mit Auto-Updating irgendwie so eine mittelgute Idee. Gerade bei JavaScript hat sie mit diesem Left-Padding-Ding einmal gegeben, irgendwer hat das aus dem Repository einfach gelöscht und dann sind mehrere tausende JavaScript Sites mit Auto-Update nicht mehr gegangen, weil die haben Left-Padding verwendet. Andererseits ist es ganz cool, weil du Updates von Framework-Ersteller kriegst und ich habe da sehr gespaltene Meinung, aber ich kann teilweise eher empfehlen, Versionen hart zu coden und sie einmal im Jahr zu überlegen, vielleicht einmal diese Dependencies, NPM-Upgrade oder was auch immer du da so hast oder Nougat-Upgrade, einmal im Jahr zumindest zu machen und zu schauen, ob es nur immer funktioniert. Aber Auto-Update und allgemein so halb gut gewartete Systeme sind immer ein bisschen ja, schwer. Gibt es sonst noch Fragen? Gibt es vielleicht doch Programmiersprachendiskussionen? Okay, ja, dann haben wir nur eine Frage und dann sind wir eh out of time anscheinend. Ich verschärfe das einmal, gerade bei den Dependencies. Also es gibt die NuGet-Packages-Geschichten und Leute, die dazu neigen, nicht zu schauen, wie gut gepflegt ihre Libraries sind. Es gibt aber Sprachen, die schon Tool-Unterstützung haben, um nachzuschauen, ob kaputte Dependencies verwendet werden. Wir sind da, also weitergehen wird es dann natürlich in Richtung, wie mache ich im Vorfeld, also bevor der Pentester kommt, automatisiertes Testen in Bezug auf Sicherheitsfragen oder auch
sogar Verfahren, wie mache ich meine Softwareentwicklung sicher. Und die Ecke, wo ich gerne raus will, ist, wie kann man aus deiner Sicht sichere Verfahren der Softwareentwicklung kombinieren mit Pentests, damit man die maximale Sicherheit, den maximalen Effekt erreicht? Ja, meiner Meinung nach sollst du alleine schon mal eigentlich 200% Test-Coverage, nicht nur, wann der Code funktioniert, sondern auch was passiert, wenn man den Code in irgendeinen Error-Case manövriert, ist einmal wichtig. Meiner Meinung nach ist eine gescheite Toolchain mit Automated Building und dann eben Linter, und wenn du irgendwas eher Low-Leveliges verwendest, gibt es auch Valgrind und andere automatisierte Tools, wo du Memory-Leaks vermeiden kannst. Wenn ich irgendwo ein Projekt sehe, das exotische Imports hat, dann schaue ich meistens einfach, wie viele Git-Contributors hat das Projekt. Wenn es über 100 Contributors hat, nehme ich mal einfach an, dass da schon irgendwer drüber geschaut hat, der Security-Kompetenzen hat. Wenn es einen Contributor gibt und der letzte Commit 2013 war, dann mache ich das zumindest einmal auf und check das einmal aus. Aber ich glaube, ein OS-Hammer gibt es eigentlich meiner Meinung nach nicht, der alle Probleme erschlägt, aber einfach ja, aber eine gute Toolchain und eine gute IDE sagt da schon mal einen Haufen Sachen, die schief gehen können. Also Sonar und normales Linting und IntelliJ, wenn du Java-Mensch bist, sind coole Sachen, die ich empfehlen kann zumindest, weil eigentlich sind Security-Fehler auch nur Programmierfehler, die oft durch schlechten Stil oder grausliche Sachen entstehen. Und IntelliJ warnt dich schon oft, wenn du in ein SQL-Ding einen concatenated String einschiebst zum Beispiel. Also einige ganz billige Sachen kann man schon automated machen. Es arbeitet auch eine Firma, die dynamische Analyse macht, gerade an automatisierter Security-Analyse. Aber das Feld ist noch sehr neu und ja, es ist schwer, aber finde ich toll, dann habe ich noch einen Job. Dann sage ich danke und ja, ich glaube, das war's. Danke für die Aufmerksamkeit.